zum Nagelkunstradio. Von und mit mir Nails Coffee and Tea. Coffee in meiner Lieblingstasse hier. Und ein Produkt, wo wir ja schon drüber geredet und geliebäugelt haben. Und ja, Daniela hat es ja möglich gemacht. Herzlichen Dank. Geh nochmal Grüße raus. Ich habe es schon mal gesagt, ich wiederhole mich, nicht wahr? Aber ich muss mich auch wiederholen, weil ich so dankbar bin und so happy und total aus dem Häuschen jetzt. Ich bin richtig aufgeregt. Also wenn man meinen Blutdruck jetzt mal messen würde oder mein Puls, geht auch ohne Kaffee heute ein bisschen schneller. Wir werden das jetzt mal beäugen, das Corpus Delicti, was uns hier so begeistert hat auf YouTube von Journals. Und ich sag mal Journals. Eigentlich heißt es ja Journals, okay? Aber ist halt meine Art, das auszusprechen. Jawohl. Ich bin komplett befreit von meinen Nägeln, habe aber jetzt heute nur den Daumen für euch im Angebot sozusagen, weil ich stehe etwas unter Zeitdruck, dem geschuldet, dass bei uns ein bisschen Halligalli war im Garten. Ja, es ist viel Arbeit gerade, strömt auf uns zu. Und deswegen, ich versuche es trotzdem so lange wie möglich für euch jetzt die Linse zu halten und auszuprobieren. Und wir checken die ganze Lage jetzt mit diesem netten Teilchen hier. Oder das sind ja vielmehr zwei. Und wir machen es jetzt einfach mal auf. Mein Kaffee geht beiseite. Ich finde die Tasse so herrlich. Also erstmal auf uns alle ein Prösterchen, womit auch immer ihr jetzt anstoßt. Wir trinken auf unsere heile Welt hier am Tisch. Mhm. Ja, ich wollte eigentlich sowas wie ein Wort zum Sonntag machen, aber das Video kommt am Sonntag nicht. Nein, das kommt später. habe gerade wieder so einen Gedankenfirlefanz in meinem Kopf, wisst ihr, zum Thema Wort zum Sonntag. Ich möchte einfach mal, weil ich immer hier und da, vor allem auf meine E-Mail-Adresse oder auf meine Direktnachricht auf Instagram, Kontaktaufnahme bekomme. Vielen Dank, dass ihr da auch vollstes Vertrauen laufen lasst auf mich, als also meine Person, mir quasi blind links, das müsste man jetzt wirklich unterstreichen, so viel Vertrauen entgegenbringt, dass wenn ich frage, geht es dir vielleicht gerade nicht so gut, das klingt so, oder man liest es so, es klingt ja nicht, aber man liest manchmal so die Wörter. Und also ich bin da halt so ein Hochsensibelchen und spüre dann, wenn da irgendwie was kratzig ist, darf ich das so sagen? Ich möchte gerade zu Anfang jetzt, bevor ich hier weiter en Detail gehe, mich herzlich dafür bedanken für dieses Wahnsinnsvertrauen. Und ich möchte denen, die das schon für sich in Anspruch genommen haben, einfach mal laufen zu lassen, ja, nochmal Mut aussprechen. Wir haben es im Moment alle. Ich glaube, da kann sich niemand entziehen, egal wie stark oder wie schwach es auf ihn wirkt. Wir haben im Moment alle ein hartes Brot zu kauen. Also das ist ein Brot, das ist knackehart. Also auch ich selber, auch ich sitze im Moment so ein bisschen in der Ecke, wobei ich dann jetzt hier wieder für euch in meiner Nagelecke mir meine Oase schaffe, etwas abzutauchen. Und dazu möchte ich euch jetzt auch gleich einladen, euch begeistern zu lassen von mir. Und ich hoffe, dass uns das hier alle begeistert. Aber ich möchte euch jetzt gerade zu Anfang mitgeben, egal wie schwer das im Moment ist und egal welches Thema es betrifft, bitte, bitte geht mir nicht unter. Ich sage das nicht umsonst, schafft euch eure Wohlfühloasen. Ihr müsst, es gibt Menschen, die müssen das erstmal wieder lernen oder sie haben es nie beigebracht bekommen, wie man sich befreit aus gewissen Ängsten und Sorgen. Wenn es mir zu viel wird, nur mal so als Tipp, ich habe ja nur mal einen Hund, der mich raustreibt und der mich immer wieder täglich raustreiben muss, weil er einfach auch sehr agil ist und das auch braucht. Aber wenn es wirklich nicht mehr geht und ihr könnt euch auch gar nicht mehr artikulieren oder ihr habt das Gefühl, ihr bekommt auch gar nicht das Feedback, dass es euch besser geht von anderen Mitmenschen, wisst ihr was, dann geht echt mal in den Wald und macht mal sowas wie Waldbaden. Habt ihr das schon mal gehört? Und wenn es nur ein Spaziergang ist durch den Wald. Ich weiß, jetzt sind im Moment die Blätter alle unten und Sauerstoff ist auch nicht so das, was wir im Frühling erleben, weil da kriegen wir einen richtigen Booster und dann sind wir auch frühlingshaft geboostert mit unseren Schmetterlingen im Bauch. Aber wisst ihr, wenn es bei mir echt too much wird, dann gehe ich raus. Dann bin ich zwar nicht alleine, weil mein Hundi ist ja dabei, aber dieses einfach in die Natur schreiten und alles andere, was Spektakulum ist, was Stress ist, einfach hinter sich zu lassen und dann vielleicht, wenn man sich mal alleine fühlt im Wald, sich wirklich mal hinstellen,
Mal tief Luft holen und jetzt wird manch einer denken, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank und einfach mal losschreien, wirklich mal laut werden, das ist eine Bereinigung der Seele, wenn ihr wirklich mal nicht euer Gegenüber anschreien, das tun wir allzu oft, wer auch immer dann die Packung abkriegt, er möge Verständnis haben in dieser Zeit, aber rausgehen in den Wald, sich unbeobachtet fühlen und einfach mal, und wenn es ist, einfach mal dieses besondere Wort rauszubrüllen, Scheiße, ja, oder einfach mal richtig abschreien, ja, das kann euch so, so reinigen. Und dann einen Spaziergang mit offenen Augen. Und geht her und fasst einfach mal einen Ast an, der gerade so schon so ein bisschen Knospen zeigt. Beäugt das mal. Fasst einfach mal einen Baum an, wenn ihr nur die Rinde berührt und macht mal die Augen zu und tankt dieses Gefühl der Rinde. Einfach mal, so wisst ihr, so Nullpunkt erreicht und von dort wieder neu gestartet. Das ist für mich ein Waldspaziergang oder das ist für mich auch ja, Feld, Wald und Wiesen, aber wirklich fernab von Zivilisation und Menschheit, sondern wirklich Wege, wo ihr wisst, hier begegnet dir heute auch niemand. Du kannst hier ganz frei gehen und du kannst auch mal laut sprechen. Ja, dann schimpft halt mal, mit wem das auch immer ist, ob es die Natur ist, ob es das über uns ist, wo manch einer denkt, ja, da ist irgendwas, ich kann es aber nicht deuten. Der eine nennt das den lieben Gott, der andere nennt das was, was ich, Buddha, keine Ahnung. Es ist was über uns, es ist was mit uns und es ist auch etwas in uns, was uns weiter treiben wird. Und darauf, dieser Instinkt, das ist das, worauf ich mich immer wieder besinne. Dieses Gefühl, ich habe das schon hier und da in einem Video gesagt und habe da auch, glaube ich, vielen Mut machen können, die jetzt wirklich in einer blöden Situation stecken. Ich weiß, Leute, ihr könnt mir glauben, ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn wir unten am Boden sind. Ich kenne das und es ist so oft in meinem Leben gewesen, dass, wenn ich zurückdenke, ihr hört es, meine Stimme verändert sich gerade spektakulär in fast Tränenausbruch. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Es ist gut, wenn man Menschen um sich hat und wenn man die nicht unmittelbar hat oder man Angst hat, sie zu verletzen, weil einem gerade alles over, alles ausgeht, dann geht raus in die Natur und schöpft die Kraft der Natur und auch der Schöpfung. Ganz einfach der Schöpfung. Der Natur ist im Moment, es tankiert sie gar nichts in dieser Weise. Es sei denn, wir vergiften sie, dann tangiert es die Natur und dann verändert es auch die Natur. Aber im Grunde ist der Natur das, was wir hier gerade alles erleben, ziemlich schiede. Die hat ihren Ablauf, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, all das durchläuft sie völlig normal. Ja? Und wir freuen uns, glaube ich, alle, wenn wieder alles erblüht. Genau, das war jetzt schon wieder Mutmach-Sätze für euch. Fühlt euch geerdet, geht raus in die Natur, fernab von Menschen, die euch kirre machen können. Ja, und tankt auf allen von meinen Schnuckelchens, denen es vielleicht gerade nicht so gut geht. Wünsche ich das Beste und einfach mal versuchen. Geht einfach mal raus und schreit mal alles aus dem Leib, was euch belastet. Weil eins haben wir alle mitbekommen, nur haben wir es nicht gelernt oder man will es uns nicht beibringen, uns frei zu machen von belastenden Gefühlen. Weil das sind Gefühle. Wir haben aber noch etwas Tiefgreifenderes und das ist unser Instinkt und unsere innere Stimme. Und die wird bedeckt über Gefühle, die schlecht sind, die uns Angst machen, die uns einengen, die uns keine Luft mehr geben zum Atmen. Und das ist es, was befreiend sein kann, rauszugehen und zu schreien. Manchmal kann es auch im Sommer der Spaziergang der nackten Füßchen auf Feld, Wald und Wiesen sein, auf Moos, dieses Erden, das meine ich immer, ist unwahrscheinlich wichtig. Und das ist etwas, das wird uns oft genommen, das wird zugedeckt mit irgendwelchen schlimmen Dingen und wir sind aber in der Macht, in der Möglichkeit, es wieder aufbrechen zu lassen. Das ist Fingerspitzengefühl, das ist Hochsensibilität unserer inneren Einstellung. Lasst euch das nicht nehmen und wenn es euch genommen wurde, dann macht das Rezept, geht in den Wald und brüllt euren ganzen Brast einfach raus. So, das war jetzt schon fast psychologisch, keine Ahnung. Lebenserfahrung und Weisheit gebe ich euch mit. Ich hoffe, dass ihr euch wieder fangt und dass ihr Balance findet. Und jetzt hören wir auf. Jetzt ist Schluss. Tränchen beiseite, die brauchen wir jetzt nicht, weil jetzt wird's spannend. Jetzt gibt's hier einen kleinen Krimi für uns. Und meine Klingel bellt. Kleinen Moment, wir legen gleich los. So, genau, wir machen das jetzt auf. Zusammen. Ich bin ganz aufgeregt. Oh Mann.
Ja, Hundi ist exzellent. Also der hört den Postboten noch, bevor er überhaupt klingelt. Das ist aber dem geschuldet, ihr Lieben, weil mein Hund, ja, der kennt das Geräusch halt schon und unser Postbote, dem sein Auto quietscht immer. Beim Bremsen, diese Elektroautos, das sollte man vielleicht mal beheben, dann fällt mein Hund auch nicht vor. Ja, aber ich finde es nicht schlecht. Dann habe ich Zeit hochzurennen und zu gucken, weil ich habe Post gekriegt. Ich habe schon wieder Post gekriegt. Yay! Ich freue mich immer, wenn es keine Rechnungen sind. So, also, es heißt eigentlich Jello, Jello. Da möge man mir schon mal vergeben, wieso komme ich auf Jelly? Eigenartig, das heißt Jello, Jello. Gut, also es besteht dieses Set aus dem Peel of Base Gel. Okay. Also vergleichbar wahrscheinlich mit dem Peel-Off von Markert. Sieht toll aus, die Flasche, oder? Was sagt ihr? Also ich finde es schön. Es ist ein schönes Design. Ich stehe ja sowieso auf Rot. Metallic Rot. So, jetzt muss ich mal gucken, dass es nicht allzu sehr blendet. Aber es ist natürlich jetzt... Schaut mal, es ist kein Englisch, ist klar. Hergestellt in... Ne? Wissen wir, sehen wir, alles gut. Made in Korea. Yes, also das können wir schon mal bestätigen. Es ist ein Produkt aus Korea. Es ist... Lasst mich gerade überlegen, ist das ein Verfallsdatum oder ein Mindesthaltbarkeitsdatum? 22.1.4, das ist ja spannend. Gut, und hier oben haben sie es auch geprägt, schaut mal, sehr schön. Also ich muss mir sowas dann immer genau angucken. Die Textur, ich muss erst mal riechen. Okay, es riecht nicht schlecht, es riecht aber auch nicht gut. Es riecht halt wie ein chemisches Produkt. Könnt ihr das sehen? Mittel bis dünn, würde ich es sagen. Nein, ich würde eher mittelviskos sagen. Dünn, nein. Schaut mal, könnt ihr es sehen? Tropft hinein. Eine langsame Fließeigenschaft hat es. Jetzt nehmen wir natürlich, ich gucke gerade mal, ich lasse Markert mal aus dem Bild. Das ist fester. Also Markert ist ein bisschen dicker in der Viskosität. Oh, das ist wieder schwierig mit meinen Wörtern. Aber egal, ich nehme gleich einen Schluck Kaffee. Dünner als Markert. Peel off. Peel it off. Peel it off. So, das ist das Erste. Also das ist unser Produkt zum Fixieren der Tipps. Und das ist zum Ablösen. Jetzt schauen wir mal. Hier sind 30 ml. Und hier sind es 10 ml. Gut, und hier steht dann halt eben Jelly Jello Peel Off Base Gel Soft Gel Nail Remover. Also Soft ist hier schon mal ganz klar deklariert. Es ist ein leichtes Ablösen der Tipps eben möglich. Gut verpackt. Ich finde es sowieso sehr gut transportiert. Dani, du kannst mit Sicherheit unterschreiben. Dann haben wir drin 2, 4, 6, 8, 10 Stäbchen, Holz, Rosen, Holz, Orangen, wie ihr immer wollt. Kurze Version, die gibt es ja noch länger, nicht wahr? Okay, und dann das Produkt als eigenes. So, und haben wir hier natürlich auch nichts auf Englisch. Gut, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, das wird schwierig mit mir. Hao Ching Pong, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ein Ausrufezeichen, also bitte nicht verkosten und außerhalb der Kinder aufbewahren, ist ganz klar. Entzündlich, ja, Made Korea, ist klar. Gut, mehr gibt es hier nicht zu sagen. Kartonage von innen, das sind also Sachen, da achte ich halt drauf. Auch nochmal ausgearbeitet mit einem zusätzlichen Schutz. Transportschutz, hier nochmal so eine extra Pappe, etwas dicker gearbeitet, könnt ihr sehen, jawohl. So, ich tue euch auch gerade auf der Spannungsleiter festhalten. Wollen wir das Ganze jetzt mal genauer betrachten. Also, ich habe mir Folgendes überlegt. Ich nehme jetzt einen Schluck Kaffee, ich bin ganz aufgeregt, und habe ja mein Däumchen befreit. Da ist noch ein bisschen Restmaterial hier und hier ist noch so ein Mini-Lifting. Da wollte ich auch noch mal ein Video zu machen, Thema Lifting, ganz explizit Thema Lifting, weil da können unter Umständen eines Liftings zu behandeln, es wegzufallen, auch schon Fehler passieren, die unter Umständen euch den Naturnagel kaputt machen. Da wollte ich auch noch mal was zu sagen. Da gibt es nämlich einen kleinen Trick. Also ich empfinde ihn als Trick, aber ich will jetzt nicht mehr spoilern. Jetzt geht es hier drum. Ich atme aus und ich freue mich. Ich mache es jetzt erstmal auf. Es ist eine Pipette. Das ist Glas. Ja, Glasfläschchen. Das andere ist Kunststoff. Ui, es ist sehr gut hier drin fixiert in der Flasche. Also hier ist kaum Spiel. Hier muss man vorsichtig sein.
Ja, es riecht nicht schlecht, wenn sowas gut riechen sollte. Es riecht wie ein Lösungsmittel. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es riecht wie Nagellackentferner, das nicht. Aber es riecht ganz klar nach Lösungsmittel. Was das auch genau ist, keine Ahnung. Wir machen jetzt Folgendes. Ich suche mir jetzt einen Tipp raus. Tüdü. Was erinnere ich euch? Blender. Soll ich mal mein anderes Lämpchen anmachen? Ich bin immer noch am Ausprobieren. Außerdem warte ich auf eine Lampe auch aus Fernost. Und zwar eine ganz, ganz spezielle extra zum Filmen. Die ist jetzt seit Wochen, ich würde fast sagen seit 2 Monaten unterwegs. Noch nicht angekommen. Auf die bin ich echt gespannt wie Bolle. Damit ihr hier einfach noch ein bisschen bessere Optik habt beim Schauen meiner Filmschirme. Ich glaube, der sieht ganz gut aus. Ja. Es geht jetzt nur darum, das Teil mal zu befestigen. Und da sie ja auch die Unterseite des Tipps nicht anraut, das werde ich mir jetzt auch sparen. Ist hier wieder einer hintergefallen? Ne, alles gut. Mache ich das jetzt so, wie sie es auch tatsächlich umsetzt. Das nächste nehmen wir runter. So. Gut. Den werde ich jetzt aber auf alle Fälle einmal dehydrieren. Also quasi vorab behandeln. Und ich nehme den jetzt auch gleich wieder runter. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich werde ihn nicht bis zum Rand kleben, damit wir einen Spielraum haben zum Ablösen, weil das muss ja irgendwo greifen, das Produkt. Und das geht ja natürlich nicht, wenn der jetzt komplett hinten sitzt. Ne? Der muss natürlich 1-2 mm nach vorne angesetzt werden. So als wäre es ein Rauswuchs. Also wir machen jetzt Befestigung und die Abnahme in einem Video, weil ihr seid gespannt und ich möchte euch natürlich nicht auf die Folter spannen bis zum nächsten Mal. Das probieren wir jetzt aus. Genau. Gut. Okay. Ja, euch erinnert mein erster Testlauf, wo ich das ja für mich selbst herausbekommen wollte, da habe ich auch keinen Bonder genommen. Also ich fülle das jetzt hier ein. Erstmal eine dünne Schicht. Ich habe wieder kein Klemmerchen. Moment, mein Klemmerchen ist auch wichtig. Boah, ich bin ganz aufgeregt. Ich setze hier hinten einen Tropfen ab. Der ist mir, glaube ich, schon fast zu viel. Wartet, ich nehme nochmal was weg. Zu viel ist halt auch nicht gut, ne? Wir wollen ja hier keinen Überschuss. Aber ich setze es mir wirklich im hinteren Bereich auf und durch dieses Andrücken geht es ja eh nach vorne weg. So. Genau. Jetzt mache ich Folgendes. Ich nehme hier ganz dünn was raus und lege mir das hier auch ab. Nur eine dünne Schicht. Ja, es riecht halt wie jedes Nagelprodukt. Ich kann da jetzt nicht sagen, dass es irgendwie komisch riecht. Also ich setze hier an, seht ihr? Und dann lasse ich jetzt ein bisschen was über, damit das Produkt da hinten eben entsprechend es ist jetzt auch Wurst, ob der jetzt gerade ist oder nicht, das ist entsprechend, ich bin in der Lampe härte aus, stand da was vom Aushärteprozess, wartet eine Zeit, eine Zahl, ich weiß gar nicht, ob die auch Zahlen schreiben, wie wir in Deutschen. Oh, ich kann gar nichts erkennen. Also ich würde jetzt mal sagen, wir machen jetzt hier ganz normal die 60 Sekunden unter LED und dann werden wir ja sehen, was da jetzt gleich passiert. Ich lasse den mal los. Also er wird unter der Lampe gelblich, aber das ist halt, oh, ich habe ein Bläschen gearbeitet, ist nicht schlimm. Das möge man mir jetzt verzeihen, weil ich habe die Klammer doch nicht benutzt. Oh, ich bin so aufgeregt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. So neue Produkte, die ziehen mich immer in ihren Bann. Ich bin richtig, ja, wie ein kleines Mädchen. Ja, ich habe jetzt ein kleines Bläschen. Selbst wenn ihr euch jetzt euer Design machen würdet und weiter behandeln würdet, dann ist dieses Bläschen, das abgeschlossen ist, wenn ihr vorher gut gereinigt und desinfiziert habt und dehydriert habt, ist das kein Problem. Da passiert euch nichts. Nur mal zur Info, wenn es aber an der Seite ist, dann ist das blöd.
Okay. Das Ding hält. Wow, das hält Bombe. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert. Das ist jetzt echt. Also da liegen ja jetzt schon ein paar Tage dazwischen. Ich schiebe mal meine Nagelhaut noch ein bisschen zurück. So, schaut mal, das sind jetzt so 2 mm. Haben wir hier noch den Naturnagel sitzen. Und jetzt nehmen wir den wieder runter. Ich nehme mir mal ein Tüchlein zur Hilfe. Weil bei dem letzten Mal habe ich ja eine furchtbare Sauerei gemacht. Ich weiß jetzt halt nicht, inwieweit die meine Matte vielleicht anlöst, dieses Mittel. Keine Ahnung. Deswegen werden wir jetzt hier einfach mal... Ja, ich trinke gleich einen Schluck Kaffee, ne? Wir machen jetzt hier erstmal unsere Pipette startklar. Ne? Und dann mache ich das so, wie sie das auch macht. Ich lege mir das hier hinten an. Es fühlt sich flüssiger an als meine Mixtur. So, und mehr mache ich jetzt nicht. Und ich werde jetzt auch hier keinen Gang zulegen. Ich lasse das jetzt hier so einwirken und ihr seid dabei. Weil bei meinem anderen Video lief das ein bisschen anders. Also es scheint schon irgendwie so ein bisschen ölig zu sein. Ja, gucken wir mal. Es zieht sich auch nicht wirklich weg. Seht ihr das? Das ist alles noch feucht. Das sieht alles sehr... nicht unbedingt, dass es jetzt irgendwie sich verflüchtigt. Ja, jetzt müssen wir geduldig sein, ihr Lieben. Vielleicht hätte ich das Wort zum Sonntag, was kein Sonntagswort ist, jetzt einbauen sollen. Aber ich habe ja immer was zu schnackeln mit euch. Hier, Prösterchen. Was habe ich denn heute drin? Heute habe ich drin Cookie-Geschmack. Cookie-Geschmack habe ich heute in meiner Tasse. So, jetzt gucke ich mal. Der ist natürlich immer noch bombenfest. Also ich denke, wir lassen das nochmal etwas einziehen. Ich mache die Pipette nochmal startklar für uns. Und also denkt dran, wenn das jetzt hier floppt, dann liegt es daran, weil der frisch geklebt ist. Ja, ich denke schon, dass bei diesen Geschichten immer schon irgendwo ein bisschen Luft unter dem Rand ist. Ja, ich glaube nicht, dass es... Oh mein Gott. Ja. Leute, es geht. Also ich bin jetzt hier drunter, seht ihr das? Ich warte noch mal einen Moment. Sie setzt dann ja auch immer gerne nach, wenn wir uns da so an die Videos erinnern. Sie setzt immer ein bisschen nach. Jetzt halt die Frage. Ich bin jetzt sparsam unterwegs und ich lasse es wieder wirken. Ich bin jetzt echt gespannt. Also bei mir war die Mischung öliger. Das ist zwar auch noch alles feucht. Die Flüssigkeit zieht nicht wirklich schnell weg. Ich mache jetzt mal gar nichts. Wir warten jetzt mal einen Moment ab und dann versuche ich ihn komplett zu lösen. Aber der Weg, den wir kristallisiert haben, ne, mach doch mal Aceton in Öl, das ist schon richtig so. Nur, ich habe meine Flasche hier stehen. Seht ihr, das setzt sich halt ab. Ich habe jetzt hier, man kann es ja sehen, wie ich es gemischt habe. Ne? Ich sag mal, ein Drittel ist jetzt hier Aceton und das da unten ist Öl. Ne? Also man müsste es dann immer aufschütteln, damit es sich wieder verbindet, seht ihr? Aber es hat ja auch funktioniert. Also es ging ja auch. Aber ich glaube nicht, dass das hier rein Aceton ist, weil es riecht eher nach einem anderen Lösungsmittelstoff. Aber nicht Aceton, würde ich jetzt sagen. Ich gucke mal, was hier drauf steht. Vorne ist es halt auf Englisch und hinten... Lasst mal gucken. Ja, das ist wieder nicht zu fassen, weil es halt koreanische Schriftzeichen sind. Kann ich euch nicht entziffern. Ja, also es fühlt sich jetzt, wenn ich hier so komme, schon sehr locker an. Gut, der ist frisch geklebt. Ich muss halt viel Kraft aufwenden. Wartet mal, ich will mir meinen Naturnagel nicht lupfen. Das, dann gebe ich nochmal was rein. Also, wir haben ihn gleich unten. Ja, jetzt ist er unten. Es ist das System, was wir für uns herausgefiltert haben. Ein Peel-Off-Base-Gel, das bleibt dabei. Und natürlich ein Lösungsmittel in Form von diesem One-Kill.
ja, ähnlich wie das, was wir selbst hergestellt haben. Jetzt liegt es an euch, was ihr gerne benutzen möchtet. Experimentierfreudig selber hergestellt, indem ihr nur Markert kauft oder eine andere Peel-It-Off-Base. Ja, da müsst ihr halt gucken, würde ich euch empfehlen, im Vorhinein das Produkt zu testen, ob es wirklich weich ist. Jetzt gucken wir nämlich genau hier nochmal nach. Ich werde das Jello, ich will als Jelly sagen. Ich weiß auch nicht warum. Jello werden wir jetzt nochmal auf ein Medium legen. Moment. Weil ich glaube, dass das Markert-Produkt weicher ist. Gummiartiger. Wartet, ich brauche jetzt ein Schablonenpapier. Dann nehme ich das hier. Und jetzt lege ich das drauf und härte es einmal aus, um zu gucken, wie es von der Beschaffenheit ist. Ich hoffe, es zieht mir jetzt nicht gleich allzu schnell weg. Genau, und dann können wir nämlich sagen, ist das das Gleiche von der Konsistenz her oder nicht, also in der Aushärtung. Also das funktioniert nicht weniger langsam als mein Produkt auch, ja. Und ja, sobald halt so ein Nagel rausgewachsen ist, dann habt ihr natürlich die Stellen, wo das reinziehen kann und dann löst es das auch. Jetzt ist nur noch die Frage, ist das jetzt genauso fest wie das von Markert oder ist es ein bisschen anders? Das ist das, was es jetzt noch zu klären gibt. Das ist sehr interessant, weil die Peel It Off Base von Markert, das spürt ihr unterm Nagel, die ist so gummiartig. Das hatte ich euch aber auch gesagt. Das hört man auch schon. Also wenn ich da reingehe, so mit dem Stäbchen, das ist gummiartig. Jetzt bin ich gespannt, ob das genauso ist, aber ich würde sogar vermuten, nein. Weil das hielt jetzt vom Gefühl her bombenfest. Also das Gefühl jetzt eben auf dem Nagel war extrem fest. So wie als hätte ich jetzt das ganz genau so geklebt wie mit einer Rubberbase von Lüni oder das Click-It-Gel oder. So fühlte sich das an. Seht ihr, im Aushärtungsprozess wird es etwas gelblich. Das sieht man jetzt hier auch auf dem Papier. So, und jetzt hebe ich das ab. Und jetzt bin ich überrascht, weil das ist, ja... Das ist nochmal eine andere Geschichte. Wie soll ich euch das denn jetzt beschreiben? Also hier habe ich das, ich lege es mal auf meinen Handrücken, hier ist es. Wisst ihr, wie sich das anfühlt? Das ist hier, schaut mal, hochflexibel. Hochflexibel. Also ich glaube, ich müsste das Markert jetzt noch aushärten. Ich habe das jetzt ganz dünn nur aufgetragen. Also ich gehe davon aus, dass ihr hier auch sehr sparsam arbeiten könnt. Und das ist das Geheimnis. Im Grunde haben wir es schon im Vorhinein gelüftet. Es muss natürlich ein Medium sein, was hoch flexibel, ja, das ist fast wie gummiartig. Das ist so hier wie unsere, es ist von der Textur her, jetzt vom Fühlen her, wartet, wo habe ich es denn? Dünner, also mit diesen Pads zu vergleichen. Also komisch, nur halt flüssig und in der Lampe fest. Ja? Ich denke aber, dass das natürlich besser hält als das. Das ist klar. Darüber brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Aber es vom Gefühl her fühlt sich das an wie hier so ein Klebchen. Genau. Interessant. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Es war jetzt hauchdünn, aber es fühlt sich an wie so ein Klebchen. Also ich könnte mir sogar vorstellen, ihr habt das ja gesehen, das hat irgendwie auch an meiner Haut geklebt. Sehr, sehr, sehr interessant. Damit würde ich sagen, es ist quasi das Pad aus der Flasche, ja, von der Textur her. Es ist das Pad aus der Flasche und hält noch besser als ein Pad. So, warum? Weil es sich in den Tipp exakt einlegt und auf dem Nagel exakt drauflegt, ist das quasi noch vom Halt wesentlich besser. Ja, es ist tatsächlich gelöst. Ihr Lieben, ich bin ganz aufgeregt. Ich werde jetzt alle probieren. Ich werde sie alle auflegen. Das schaffe ich heute nicht. Ich muss meine Familie noch unterstützen heute. Ich werde die rechte Hand damit bearbeiten. Entschuldigt bitte, ich bin so aufgeregt. Ich kriege heute irgendwie... Es ist heute ein Fass ohne Boden bei mir. Ich werde die rechte damit behandeln, komplett kleben. Mache natürlich auch ein Design drauf und dann werde ich euch berichten, wie lange es gehalten hat. Also das wird dann natürlich jetzt, die rechte Hand ist eine besondere Hand bei mir, die muss viel, viel abkönnen
Vielleicht gehe ich auch auf Überlänge, mal schauen, oder nur eine Mandel. Was ich mir für einen Tipp aussuche von Press-Ons, werden wir dann sehen. Aber ich muss sagen, jetzt wollt ihr ein Fazit, ne? Schwierig. Also man kann es, wenn man begeistert ist und man möchte das unbedingt am Tisch haben, dann kann man sich das kaufen. Dann ist auch, wenn wir das jetzt durch zwei teilen, dann ist der Preis auch irgendwo gerechtfertigt, weil eine Peel-Off kann ja auch schon 8, 9, 10 Euro kosten, je nachdem von welchem Hersteller. Aber ihr könnt es auch auf dem anderen Wege gut hinbekommen, nämlich mit der Mixtur. Hier ist natürlich alles fix und fertig und problemlos, ist klar. Und hier bei unserer Mixtur, da muss man halt ein bisschen experimentieren und ausprobieren. Aber wenn ihr so eine Pipette am Tisch habt und also so ein Glasbehälterchen mit Pipette und dann hier mit sowas, könnt ihr ja ganz einfach starten. Aber ich muss sagen, ich freue mich, dass ich es hier am Tisch habe und es jetzt testen werde. Und ihr könnt euch sicher sein, es wird ein Fazit geben. Ich werde euch auch sagen, ob das dann die Nägel sind, die drauf sind. Aber das war mir jetzt einfach wichtig, es in ein Video zu bringen. Auftrag wie Abtrag des Press-Ons mit diesem Produkt. Liebe Dani, an dich nochmal herzlichen Dank. Und wenn du es schon getestet hast, dann nutze doch bitte mein Video, nämlich dieses hier, und sag, wie du zurechtgekommen bist, damit es alle wissen, damit wir noch eine zweite Meinung haben. Weil das ist auch immer sehr schön, wenn jemand das dann mit unterschreiben kann oder vielleicht sogar eine ganz andere Erfahrung gemacht hat, dann kann man da ein bisschen fachsimpeln, und das würde ich mir wünschen unter diesem Video, wenn du Lust hast. Du bist ja auch eine gute Schreiberin und bist immer fleißig dabei, deine Eindrücke zu hinterlassen unter diesem Video von diesem Jello-Produkt. Ja, ich drücke dich nochmal an dieser Stelle und wir trinken alle auf Dani, die so lieb war und mir das tatsächlich auch zur Verfügung gestellt hat, sprich eine Unterstützerin des Kanals. Ich feiere dich, ein Prost auf dich. Und alle anderen hoffe ich, irgendwie was mitgeben zu können mit diesem Video. Wie gesagt, ich versuche es euch zu verlinken, wo ihr es bekommt, nämlich bei eBay. Ich schaue mal, ob ich den Link finde, dann knalle ich euch das auch hier unten in die Infobox, damit ihr Bescheid wisst, nicht wahr? Wie lange hat es denn jetzt gedauert, Dani? Schreib es bitte nochmal in die Kommentare, bis es bei dir ankam. Also jetzt nicht bei mir, sondern bei dir ankam. Es ging, glaube ich, ganz gut, ne? Ich glaube, du warst überrascht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass es doch nicht allzu lang war. Und ich werde jetzt, wenn ich dann Zeit habe, dieses Produkt verwenden. Heute schaffe ich meine Nägel wahrscheinlich nicht mehr. Aber ich freue mich darauf, das nochmal auszuprobieren. Vielleicht nehme ich euch auch nochmal mit. Ich überlege. Es kommt darauf an, was ich für ein Design mir ausdenke. Aber bis hierhin würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es interessiert euch. Und ich hoffe, dass es vielleicht den einen oder anderen so interessiert, dass er vielleicht sogar sich das selbst in Natur anschauen möchte. Dann kann ich ihn dazu nur ermutigen, wenn er eben nicht so wie ich. Ich meine, es ist nicht jeder so ein experimenteller Mensch, ja. Es ist auch nicht jedem gelegen oder man will es nicht unbedingt ausprobieren. Aber ich bin auch immer sehr mutig. Und vielleicht ist dann das einfachere Produkt, um es auszuprobieren, direkt zu bestellen. Genau. Ich würde sagen, ihr bleibt in eurer Mitte. Ihr schafft euch eure Wohlfühloasen und bedenkt, was ich am Anfang gesagt habe. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, weil es tut mir so von Herzen leid, wenn jemand wirklich auspackt bei mir in der Direktnachricht und sagt, hey Mann, mir geht's wirklich nicht gut. Und dann nochmal herzlichen Dank an das Vertrauen an mich, das dann wirklich zu transportieren in Wort und Schrift. Und ihr dürft euch da sicher sein, das ist bei mir fest verschlossen. Und es ist in meinem Herzen. Und wann ich immer irgendeinen Tipp geben kann oder eine Hilfestellung, ihr kennt mich inzwischen, dann mache ich das von vollster Überzeugung, aus tiefstem Herzen heraus. Meine Klingel geht schon wieder. Heute ist irgendwie irre. Ich würde sagen, hier, ihr macht's gut. Bis zum nächsten Video von mir, von Nails Coffee and Tea. Fühlt euch gedrückt. Ich sage tschüss.